Hey meine Guys und Girls und damit ein herzliches Willkommen zur allerletzten Folge von dem kleinen Projekt namens Portal Reloaded, welches ich, der Grid Gamer, der sich jetzt glaube ich so langsam aber sicher sich dann doch Portalmeister nennen darf, das Spiel erfolgreich abgeschlossen habe. Und ja, die letzte Testkammer, die hat's wirklich nochmal in sich gehabt. Und ich würde sagen, das war echt mit Abstand die schwierigste. Ich würde fast sogar sagen, die Testkammer 15 da mit den Lasern war meiner Meinung nach mein Top 2 der schwierigsten Testkammern hier in diesem gesamten Game. Aber wir haben es gepackt, wir haben es geschafft. Und wir haben vor allen Dingen das Finale des Spiels erlebt mit dem sekundären Ende. Ja, ich habe mich einfach entschieden zu sagen, nö. Ich setze mich doch nicht länger für eure Zwecke eures Unternehmens ein und flüchte einfach. Das ist uns zwar gelungen, aber draußen wurden wir dann von der friedlichen Half-Life-Welt empfangen. Nämlich von Zombies. Da unsere Portalkanone nicht mehr funktioniert hat, glaube ich, konnten wir da eh nichts machen. Aber allgemein, was will man mit einer Portalkanone außerhalb von Aperture machen? Man kann nur auf Mondgesteinsoberflächen Portale setzen. Ne? Ihr versteht, was ich meine. So, also, ihr fragt euch jetzt, warum kommt jetzt noch eine Folge? Wo bin ich hier gelandet? Ihr seid hier in der Gridgamerischen Spezialbonusfolge gelandet. Und in den letzten Let's Play-Projekten habe ich das so gemacht, dass ich es separiert habe. Mein Fazit zum Spiel, Story zum Spiel und dann nochmal eine weitere Folge. Die Bonusfolge, wo ich dann etwas Zusätzliches noch dazu gemacht habe. Aber hier bei dieser Mod, ja, bietet sich's eigentlich mehr als nur an, dass man einfach beides zusammen kombiniert. Denn alles, was ich euch bonustechnisches hier zeigen kann, ist es, das Finale mit dem tatsächlichen Ending zu zeigen. Und das gucken wir jetzt uns als erstes an und dann rede ich über das Game. Mein Fazit. Storytechnisch gibt's eigentlich nicht so viel zu erzählen, ne? Ich meine, das kann man schnell abhandeln. Also, alles drei heute in diesem Part. Fangen wir an mit dem Finale nochmal und ich hoffe, dass man uns jetzt nicht nochmal in dieser Testkammer rauslässt. Wäre nämlich ansonsten sehr, sehr scheiße. es sieht aber genauso aus, ne? Welcome to the final chamber. God damn it! Now it's time for your real mission. Ja, und diesmal akzeptiere ich. We will put you back in stasis until the day of the incident. And you will be the one to prevent it. Aber ihr seid auch selber schuld. Ihr zeigt hier ganz groß und fett an, dass es dort einen Aufzug zum Oberflächengedönsel gibt. Wieso macht ihr das überhaupt? Darum kümmert sich eigentlich GLaDOS, ihr Schweinehunde. Aber sie scheint ja abgeschaltet worden zu sein hier. The Enrichment Center thanks you for your contribution to science. You are going to achieve great things in the future and change the course of history. Ja, nur für euch. Ach so, und das war's schon. Ja, okay. Das war ja sehr unspektakulär. Dann bin ich ja doch froh, das andere Ending genommen zu haben. Ja. Wo man auch eine tatsächliche Cutscene hatte. Naja, das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, man sieht vielleicht noch was. Aber man bekommt nur Text. Na gut, trotzdem ganz nett, dass man hier eine kleine Wahl bekommt und dass man halt eben noch das Angebot hat, zwei verschiedene Endings zu erreichen. Also immerhin, ne? Es hätte ja auch einfach nur bei einem Ending belassen werden können und dann sagt man sich so, ja, passt. Aber nein, man hat hier zwei Endings reingepackt, einfach weil man Bock zu hatte. Finde ich eigentlich ganz nett. So, jetzt ist kurz Story-Zusammenfassung. Ich denke, da gibt es nicht viel zu sagen. Was ich halt inzwischen weiß, da ich da schon ein bisschen reingespickelt habe, im Koop-Modus von Portal 2 gibt es tatsächlich eine kleine Geschichte. Und ich weiß, dass das Ending halt davon ist, dass GLaDOS zusammen mit den zwei Robotern, ja, Atlas und Peabody, diesen Human Storage Vault findet, den wohl bereits schon seit Ewigkeiten von Aperture aufgebaut worden ist. Und GLaDOS hatte halt noch keinen Zugang darauf. Aber mit Hilfe dieser beiden Roboter schaffte es sie halt eben zu diesem Human Storage Vault, also diesem Menschenaufbewahrungslager hinein zu gelangen und die Kontrolle zu übernehmen. Ja, und das war dann halt für uns dann quasi der Anfang. Wir waren dann einer dieser Testkammern.
wurden auferwacht von unserer Stasis und durften dann teilnehmen an diesem ganz speziellen Testkurs, der halt eben mit Hilfe dieser Zeitportale funktioniert hat. Wo wir, oder wo Aperture besser gesagt, es irgendwie schafft, eine Zeitenspanne von 20 Jahren zu kombinieren, in selben Testkammern diese in Ruhe zu lassen und ja, damit die Tests durchzuführen. Ja, GLaDOS scheint aus irgendwelchen Gründen in diesem Spiel oder in dieser Mod abgeschaltet zu sein, wie man es erst schon erfahren hat. Und deswegen sind wir quasi der Auserwählte nach einer Zeit geworden, um halt eben die unabwendbare Katastrophe zu verhindern, da man merkt, oh, wir können durch die Zeit reisen, es schadet uns nicht und wir sind auch noch super, super schlau im Gehirn. Und ja, nach dem Abschließen der Testkammern wurden wir dann, entweder wenn wir uns halt dazu entschieden haben, für die Wissenschaft, ne, in Anführungszeichen, uns einzusetzen, uns wieder zurückversetzen lassen in die Stasis. Oder halt sagen, nein, fuck this shit, I'm out of here. Und einfach sagen, ich entkomme dem ganzen Spielchen jetzt, weil ich habe keine Lust mehr darauf. Und wenn ihr mir schon ein Angebot macht zum Entkommen, dann nehme ich das doch liebend gerne und flüchte nach Chell auch hier raus. Und das war es eigentlich schon mit der Story. Ja, denn diese Mod soll eines sein. Richtig schwer, richtig hardcore und sich alles um das neueste Feature drehen, dem Zeitreisen. Und ganz im Ernst, ich muss wirklich sagen, was eine unfassbar geile Idee das ist. Wirklich, eine so coole Idee, die Portal nochmal in ein komplett neues Momentum anhebt. Muss man ganz offen und ehrlich sagen. Dieses System alleine ist es wert, 25 neue Testkammern zu geben und sie mit allen Sachen, die man aus Portal 2 kennt, bis auf die Gele. Das fand ich schade. Die Gele hat man nicht gesehen. Das hätte ich gerne gesehen noch. Also es hätte definitiv Platz noch gehabt für 2 weitere Testkammern, wenn nicht sogar 3. Dann hätte man 27, 28 gehabt, weil die kamen jetzt leider gar nicht vor. Ja, die Gele bleiben damit weiterhin ein bisschen underused, wie ich so schön sage, weil schon in Portal 2 das ein Mini-Kritikpunkt war, dass mir die ein bisschen zu selten dran kamen. Ich hätte mir mehr Rätsel damit gewünscht. Ich kann mich wieder nicht entscheiden, was und welches Wort ich sagen möchte. Mit Gamer, ganz in Ruhe, red ganz ruhig dein Fazit zu Ende und dann verquatschst du dich auch nicht, okay? So. Nein, also, was ich sagen muss, ist, was die Empfehlung angeht, so empfehle ich diese Mod tatsächlich wirklich nur absoluten Portal-Enthusiasten. Jetzt habe ich es dann nochmal hingekriegt. Es ist schon spät abends, ich habe jetzt hier stundenlang das Spiel aufgenommen. Die letzte Testkammer hat mir nochmal meine letzten Nerven und IQ-Zellen aus meinem Gehirn geraubt. Und ich, Grid Gamer, habe mich schlauerweise dazu entschieden, dieses Bonusvideo direkt im Anschluss aufzunehmen. Perfekt. einfach aus der Tatsache, weil das Denken in 4 Dimensionen wirklich schwer ist. Also, holy moly. Diese Mod trägt zu Recht das Potenzial und den Namen schwierigstes Portal-Spiel ever. Zumindest was die Rätsel angeht. Ich weiß, es wird bestimmt andere Portal-Mods noch geben, die nochmal schwieriger sind. Eventuell auch in anderen Aspekten. Aber von der reinen Rätseligkeit her ist Portal Reloaded ganz oben. Und ich bin so froh, es geschafft zu haben. Ohne Scheiß. Oh, ich bin so gottfroh. Ich hatte wirklich ziemlich Angst vor dem Game. Muss ich echt sagen, als ich das Projekt angefangen habe. Und ich meine, als man hier eingeführt worden ist in die ganze Thematik, wo ich übrigens sagen muss, das hat man so gut hinbekommen, wirklich perfekt mit dem Spieler kommuniziert. Man bekommt perfekt kommuniziert, wie das Ganze funktioniert. Mal am Anfang mit diesen angeblichen simplen Tests, wo man aber schon irgendwie nachdenken muss, hä, wie geht denn das jetzt? Man bekommt wirklich sehr viel erklärt, sehr viele Tipps gegeben und weiß halt, worauf man sich einstellen muss und was man sich halt eben alles merken muss auf die Reise. Weil das wirklich so der wichtigste Punkt ist, vor allen Dingen mit den Kubussen und den Portalen dann. Und das hat man so perfekt hinbekommen, einfach die absolute Gangreihenfolge. Es passt einfach perfekt. Das ist ein riesen Pluspunkt schon mal. Die Idee an sich ist auch ein riesiger Pluspunkt.
so kreativ, einfach nur. Und ich muss auch wirklich sagen, ja, mich haben die Testkammern gefrustet und ja, sie waren schwer. Aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, als ich mich dann reingefuchst habe und das war dann ab den Testkammern mit den Katapult-Plattformen. Ich muss wirklich sagen, diese Testkammer 15, da dachte ich so, boah, Junge, also das Spiel, das macht dir wirklich sehr wenig Spaß. Und ich habe schon mal in den Kommentaren gelesen, dass es da welche gibt, die sagen, nee, ganz im Ernst, das Spiel, das ist mir einfach eine Nummer zu viel, zu schwer, anstatt dass es Spaß machen kann. Für mich ist das nichts und das kann ich absolut verstehen. Für einige Spieler wird diese Mod hier zu frustrierend sein, zu schwer sein, zu gedankenherausfordernd. Und für die ist das nichts. Und für viele ist halt Portal eigentlich halt auch ein Spiel, klar, was ein Denkspiel ist, wo man mal überlegen muss, aber halt auch eins, wo Spaß machen soll. Und für diejenigen, die halt eben auch storytechnisch nach etwas suchen, sind hier halt an der absolut falschen Adresse. Dieses Spiel kann man wirklich halt nur denjenigen empfehlen, die nochmal aus den Portals nochmal was Neues lernen wollen, eine neue Herausforderung haben wollen, nochmal sich durch brandneue Testkammern sich stürzen wollen, mit eben diesem komplett neuen Feature und mehr nicht. Für diejenigen, die storytechnisch viel abhaben wollen, für die ist diese Mod schon nichts. Bin ich ganz offen und ehrlich. Ja, die späteren Testkammern, muss ich sagen, waren absolut geil und ich muss tatsächlich, ohne Scheiß jetzt wirklich sagen, diese letzten Testkammern, ab Testkammer 16 abbeginnend, haben mir dann allesamt dann doch eins gemacht. Spaß. Ja, die letzte jetzt nicht so, weil die war wirklich nochmal hardcore und eine allerletzte Prüfung, aber so habe ich mich auch darauf eingestellt. Ich wusste, die letzte Testkammer wird nochmal so richtig auf den Putz hauen und dich schön mit dem Gesicht über den bereits grün angemalten Tisch schmieren, dass du genauso grün bist, wie das grüne Zeitreiseportal bist. Und das macht man 20 Jahre lang dann mit dir. Ja, ansonsten muss ich sagen, das Voice Acting, klar, es gab jetzt nur diese eine Stimme, aber hat mir sehr gut gefallen, also good job. An dieser Stelle, die letzten Testkammern, ich wiederhole es nur nochmal, ganz im Ernst, haben tatsächlich von allen Portal-Spielen überhaupt tatsächlich echt am meisten Spaß gemacht. Weil der Moment, wo man dann das Rätsel gelöst hat, oder der Moment, wo du merkst, wie unfassbar klug diese Rätsel aufgebaut sind. Ich meine, Highlights wie dieses, du musst das System austricksen, weil das so ein Aktivierungsfeld ist, dass du da reinsteppen musst und dann einfach zwei Portale platzieren musst, um dann einfach überall das Zeitreiseportal platzieren zu können, um dann den Test abzuschließen. Oder um zwei Kubusse miteinander kollidieren zu lassen, damit einer davon sein Ziel erreicht. Oder halt auch dieses schöne Spielchen mit dem Würfel, den du mithilfe dieser Universalröhre durch die Lücken hindurch bewegen musst. Das waren nur ein paar der Highlights von den Testkammern hier, wo man wirklich alles ausgenutzt hat, was Portal so bietet. Also was das angeht und die reine Qualität auch der Testkammern, ist es absolut auf dem höchsten Level. Man könnte wirklich meinen, es wäre ein weiteres Valve-Spiel mit dieser Idee, nur halt in richtig Hardcore. Aber ja, wie gesagt, es ist halt ansonsten nicht mehr als das. Ansonsten bedient es sich halt komplett aus Portal 2. Die Grafik sieht identisch aus mit der eventuellen Edition von diesen diesen Sonnenstrahlbüscheln, nenne ich jetzt mal. Also das Licht, was von oben durch diese offenen Decken hereingescheint hat. Ich glaube, das war in Portal 2 nicht so. Das hat man hier noch grafisch ein bisschen hinzugefügt. Die Portale werfen jetzt ein deutlich helleres und auch ein schimmerndes Licht, was auch sehr, sehr cool aussieht. Also grafisch gibt es schon ein kleines Upgrade, aber es ist halt wirklich nur klein. Ansonsten, das Hauptmenü sieht identisch aus. Es gibt leider keine verschiedenen Startbildschirme. Man sieht stets nur den einen hier. Storymäßig gibt es halt fast gar nichts zu erzählen hier. Und wie gesagt, im Grunde genommen ist es halt nicht mehr als 25 Testkammern mit dieser neuen Edition des Zeitreiseportals. Aber diese neue Edition, diese neue Hinzufügung von diesem Zeitreiseportal ist halt so etwas gigantisch Großes und so etwas
Herausforderndes, eine solch neue Challenge nur für dich, dass es wirklich schon wert ist, eine eigene Mod verfügbar auf Steam zu sein. Würde ich einen Preis bezahlen wollen, würde ich sagen, zwischen 5 und 7 Euro könnte man das Spiel anbieten. Ja, ich glaube, das wäre das wert. 5 und 7 Euro. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich vielleicht tatsächlich echt etwas spenden gehen soll. Muss ich mir aber genau überlegen, ob ich es wirklich auch tatsächlich mache. Mein endgültiges Scorer-Fazit zu Portal Reloaded. Ich würde es irgendwo zwischen 70 und 80 Punkten einranken, weil wie gesagt, es fehlt mir dann doch schon was. Weil Portal ist eigentlich halt auch ein Story-Game. Und das ist halt hier absolut nicht vorhanden. Ja, die Testkammern sind geil. Die neue Idee ist noch geiler. Ist so unfassbar kreativ. Und was man daraus dann gemacht hat, ist nochmal besser. Also der Inhalt, um den es ja gehen soll, der könnte perfekter nicht sein, finde ich. Es wird dir perfekt beigebracht, es wird perfekt fortgeführt. Es erreicht einen Schwierigkeitsgrad, der wirklich deinen Kopf zum Aufknacken bringt. Und ja, was es halt damit einfach alles macht. Ich kann aber keine 96, 95, 90 Punkte abgeben, weil im Grunde genommen ist es halt, wie gesagt, nicht mehr als das. Tut mir leid. Es fehlt halt irgendwie auch die Geschichte. Ganz im Ernst, als ich bis Testkammer 15 gekommen bin und dort die Aufnahme dann beendet habe, habe ich schon überlegt, so, boah, ich glaube, das Spiel bewerte ich mit 70 Punkten, wenn überhaupt. Aber dann kamen diese anderen Testkammern und dann kam ein neu gestärkter Grid-Gamer daher. Und dann auf einmal hat es Klick gemacht mit dem Spiel. Dann hat mir es gefallen. Dann habe ich mich doch gefreut, dieses Spiel spielen zu dürfen. Zuvor war es so ein bisschen, oh, okay. Aber dann war es so ein, yes, Portal Reloaded, let's go. Wisst ihr was, ich gebe doch knapp über 80 Punkte. Ich sag 81 Punkte. Ja, 81 Punkte ist für mich angemessen. Soundtrack, noch ein kurzes Wort dazu. Ist okay, es gibt Soundtrack-Kompositionen hier, wo ich sagen muss, die vergisst man ehrlich gesagt wieder, weil sie halt so super simpel sind. Es gibt ein paar leichtere Highlights dann doch tatsächlich, also es gibt ein paar Höhen, es sind allerdings nicht zu viele, aber auf der anderen Seite finde ich es auch wiederum gut, dass sich der Soundtrack hier sehr zurückhält, einfach nur, damit du dich weiterhin so richtig schön fokussieren und konzentrieren kannst, damit du all diese Tests hier schaffst. Deswegen würde ich sagen, der Soundtrack ist schon passend gewählt, aber Highlights fehlen dann doch insgesamt gesehen. Und damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende. Ich bedanke mich wirklich herzlichst nochmal für euer Interesse. Es war ziemlich unglaublich zu sehen, dass das Projekt doch so extrem gut ankam. Hätte ich niemals mit gerechnet, wirklich nicht. Aber es wurde sich angeguckt, mehrfach angeguckt, Kommentare verfasst und geschrieben. Und das ist schon erstaunlich in einem Portal-Spiel, um den es noch nicht mal um Story geht, sondern einfach nur ums reine Puzzeln. Und deswegen ein großes, großes Dankeschön dafür. Hat mir eine wirkliche Freude bereitet. Und damit hätten wir das erste Portal erfolgreich durchgestoßen. Wir sind erfolgreich durch das erste Portal durchgegangen. Und es war wahrscheinlich das Herausforderndste. Und es kann nur noch cooler werden mit den anderen beiden Portal Let's Plays in meiner Portal Mod Trilogie. Vielen Dank fürs Ansehen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann im nächsten Portal Let's Play Projekt bei Portal Stories Mel. Einen wunderschönen Tag euch noch und dann sieht man sich in der nächsten Folge und im nächsten Video wieder. Bis denne und ciao.